Ja, hey Leute, endlich Wochenende, was geht ab? Heute mal wieder mit einem kleinen Unboxing. Ihr habt mir ein kleines Upboard und ein bisschen Below-Tape bestellt. Das kleines Upboard, ja, man sagt ja so, ja, nicht die beste Marke, aber ich fand es mal interessant, das zu bestellen. Hatte gerade ein bisschen Kohle, locker. Ja, endlich Wochenende. Oh, ich hatte heute 7.-8. Stunde noch, also ich hatte heute 8 Stunden und 7.-8. noch Chemie. Nicht so geil, aber naja, jetzt ist Wochenende und jetzt. Ja, fangen wir mal an. Die Rechnung habe ich schon rausgekramt. Ja, denn hier das Closer Board, dazu später mehr. Also das Tape hier. Below. Ja. Und einen kleinen Skate Company Player mit Jonas Backer vorne. Und hier die ganzen Logos. Ja. Zu dem Tape, ja, sonst ist da nichts weiter drin außer dieser Below Flyer und das Tape. Packen wir das Tape mal aus. Ja, also richtig geil. Ist auch also Nolly Wheels Tape eigentlich. Ja, das gleiche. Ja, hier das Close-Up Board in so einer schönen Dings verpackt mit Achsen und allem drum und dran. Ich habe mir jetzt das. Ja, 5 Bauer Dollout geholt, das Board. Fand ich auf jeden Fall mal cool. Ja, kann man hier so aufmachen. Ist geil, also wirklich cool gemacht, so mit der Verpackung und so. Oh, ganz viele Sticker. Also eine Instruction. Und mit. Ja, also hier die Instruction. So mit. Allem drum und dran und hier auch ein Tutorial für den Kickflip. Ja, hier ist Sticker, ganz cool. Ja, und dann noch hier das. Oh, egal. Also hier die Räder in Blau. Also sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Mit modern. Ja, und dann noch die Achsen. Auch in Blau mit oh, sehen auf jeden Fall ganz geil aus mit Dings Logo, mit Close Up Logo. Ja, und jetzt kommen wir zum Deck. Na, komm raus. Jetzt mal das Tape hier raus. Das steckt so ein bisschen hier. Was ist denn das? Ah. So. Also ein bisschen halt die das Burnout. Sehr stabil, guter Pop. Also manche sagen ja, das hat Technikmaße, das ist viel breiter als die Technik, aber ich meine Technik. Vergleicht das mal, man das mit einem Tech-Deck, das ist ungefähr so viel breiter. Oh. Also ich glaube, das Tape hat irgendwas mit so 25 und das hat irgendwas, glaube ich, mit 28 mm, ja, oder 28, 29 mm breiter das Close-Up. Ja, auf jeden Fall richtig geil gemacht. Sieht auch wirklich richtig geil aus. Ja, richtig geile Shape, also nicht zu hart. Ich glaube, das ist auch das G5 Hardcore Shape. Naja. Ja, sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ja, und ich hoffe, das macht Spaß. Fahren wir nochmal die Plies. Also blau, rot, nee, rot, nee, blau, rot, Natur, rot und nochmal normal. Ja. Ja, und später werde ich die einzelnen Sachen noch reviewen, nachher das Tape noch. Also hier ist immer so Close-Up-Rip-Tape oder normales Rip-Tape, halt weiches mit dem Logo. Hier nochmal das mit, also das richtige Grip-Tape, oh, also was auch Skate-Grip ist. Ja, und ich glaube die Close-Up-Wheels sind auch aus dem gleichen Material wie Skateboard-Räder, halt auch mit Kugellagern. Naja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und haut rein, Leute.